Ein Zauberer ist weder zu früh noch zu spät. Er kommt genau dann an, wenn er es für richtig hält. Der Herr der Ringe. Viertes Kapitel. Eine Wanderung im Dunkeln. Es war Abend. Und das graue Licht schwand rasch, als sie für die Nacht Halt machten. Sie waren sehr müde. Das Gebirge hüllte sich in eine immer tiefer werdende Dämmerung, und der Wind war kalt. Gandalf hatte für jeden noch einen Schluck Mirovor aus Bruchtal übrig. Nachdem sie etwas gegessen hatten, rief er sie zu einer Beratung zusammen. »Heute Nacht können wir natürlich nicht weitergehen«, sagte er. »Der Angriff auf den Rothornpass hat uns müde gemacht, und wir müssen hier eine Weile rasten.« »Und wohin sollen wir denn gehen?« fragte Frodo. »Unsere Wanderung und unseren Auftrag haben wir immer noch vor uns«, antwortete Gandalf. »Wir haben nur die Wahl, entweder weiterzugehen oder nach Bruchtal zurückzukehren.« Pippins Gesicht heiterte sich deutlich auf, bei der bloßen Erwähnung eine Rückkehr nach Bruchtal. Merry und Sam schauten hoffnungsvoll auf, aber Aragorn und Boromir ließen nicht erkennen, was sie dachten. Frodo sah verwirrt aus. »Ich wollte, ich wäre wieder dort«, sagte er, »aber wie kann ich ohne Scham zurückkehren, es sei denn, es gäbe wirklich keinen anderen Weg und wir wären schon besiegt.« »Du hast recht, Frodo«, sagte Gandalf. »Umkehren bedeutet die Niederlage eingestehen und schlimmeren zukünftigen Niederlagen entgegensehen. Wenn wir jetzt umkehren, dann muss der Ring dort bleiben. Es wird uns nicht möglich sein, uns wieder auf den Weg zu machen. Dann wird Bruchtal früher oder später belagert und nach einer kurzen, bitteren Zeit zerstört werden. Die Ringgeister sind tödliche Feinde, aber noch sind sie nur Schatten der Macht und des Schreckens, die sie besitzen würden, wenn der beherrschende Ring wieder an der Hand ihres Herrn wäre.« »Dann müssen wir weitergehen, wenn es einen Weg gibt«, sagte Frodo seufzend. Sam verfiel wieder in Trübsinn. »Es gibt einen anderen Weg, den wir gern versuchen könnten«, sagte Gandalf. »Ich meinte von Anfang an, als ich zuerst über diese Wanderung nachdachte, dass wir ihn versuchen sollten. Aber es ist kein angenehmer Weg. Und ich habe der Gemeinschaft noch nichts darüber gesagt. Aragorn war dagegen, solange der Gebirgspass nicht zumindest versucht worden war. »Wenn es ein schlimmerer Weg ist als der Rothornpass, dann muss es wahrscheinlich übel sein«, meinte Merry. »Aber du solltest uns lieber darüber berichten und uns das Schlimmste gleich wissen lassen.« »Der Weg, von dem ich sprach, führt zu den Minen von Moria«, sagte Gandalf. Nur Gimli hob den Kopf, seine Augen glühten. Alle anderen wurden von Schrecken gepackt, als der Name fiel. Selbst bei den Hobbits erweckte er eine unbestimmte Furcht. Der Weg mag nach Moria führen, aber wie können wir hoffen, dass er durch Moria führt?« fragte Aragorn finster. »Es ist ein Name von böser Vorbedeutung«, sagte Boromir. »Auch sehe ich die Notwendigkeit nicht ein, dorthin zu gehen. Wenn wir das Gebirge nicht überqueren können, lasst uns doch nach Süden wandern, bis wir zur Pforte von Rohan kommen, wo die Menschen mit meinem Volk befreundet sind. Wir können dann die Straße nehmen, der ich auf meinem Weg hierher gefolgt bin. Oder wir könnten noch weitergehen, den Isen überqueren und dann über Langstrand und Lebenin und so über die Lande in der Nähe des Meeres nach Gondor gelangen.« »Die Dinge haben sich geändert, seit du nach Norden gekommen bist, Boromir«, antwortete Gandalf. »Hast du nicht gehört, was ich euch über Saruman berichtete? Mit ihm werde ich mich vielleicht noch einmal auseinandersetzen müssen, ehe alles vorbei ist, aber der Ring darf nicht in die Nähe von Isengard kommen. Wenn es irgendwie verhindert werden kann, die Pforte von Rohan ist für uns versperrt, solange wir den Ringträger begleiten. Und was die Länge des Wegs betrifft, wir können uns nicht so viel Zeit leisten. Eine derartige Wanderung mag ein Jahr dauern und wir würden durch viele Lande kommen, die verlassen und hafenlos sind, und dennoch wären sie nicht sicher. Sowohl Sarumans als auch des Feindes wachsame Augen ruhten auf ihn. Als du nach Norden kamst, Boromir,
warst du in den Augen des Feindes nur ein vereinzelter Wanderer aus dem Süden und sehr unwichtig für ihn. Sein Sinn war auf die Verfolgung des Ringes gerichtet, aber jetzt kehrst du zurück als ein Angehöriger der Gemeinschaft des Ringes. Und du bist in Gefahr, solange du bei uns bleibst. Die Gefahr wird größer werden mit jeder Meile, die wir unter freiem Himmel nach Süden gehen. Seit unserem unverhohlenen Versuch, den Gebirgspass zu überschreiten, ist unsere Lage schwieriger geworden, fürchte ich. Ich sehe jetzt wenig Hoffnung, sofern wir nicht eine Zeit lang von der Bildfläche verschwinden und unsere Spur tarnen. Daher lautet mein Rat, das Gebirge weder zu überschreiten noch es zu umgehen, sondern unter ihm hindurchzugehen. Dass wir diesen Weg einschlagen, wird der Feind am wenigsten erwarten. »Wir wissen nicht, was er erwartet«, sagte Boromir. »Es mag sein, dass er alle wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Wege beobachtet. Alle. Nach Moria zu gehen würde, wenn dem so ist, bedeuten, dass wir in eine Falle gehen. Und das wäre kaum besser, als an die Tore des dunklen Turms selbst zu klopfen. Der Name Moria ist unheilvoll.« »Du sprichst von etwas, worüber du nichts weißt, wenn du Moria mit Saurons Feste vergleichst«, antwortete Gandalf. »Ich bin der Einzige von euch, der je in den Verließen des dunklen Herrschers war, wenn auch nur in seiner früheren und minderen Behausung, Dol Guldur. Diejenigen, die die Tore von Barad-dûr durchstreiten, kehren nicht zurück. Aber ich würde euch nicht nach Moria führen, wenn keine Hoffnung bestünde, wieder herauszukommen. Wenn Orks dort sind, mag es sich als übel für uns erweisen, das ist richtig. Doch die Mehrzahl der Orks des Nebelgebirges wurde in der Schlacht der fünf Heere zerstreut und vernichtet. Die Adler berichten, dass sich Orks von Ferne wieder sammeln, aber es besteht Hoffnung, dass Moria noch frei ist. Es könnte sogar sein, dass Zwerge dort sind und wir Balin, Fundins Sohn, in irgendeiner tiefen Halle seines Vaters finden. Was immer sich herausstellen mag, man muss den Pfad beschreiten, den die Not wählt. Ich werde diesen Pfad mit dir beschreiten, Gandalf. Nein, das ist ein... Ich werde diesen Pfad mit dir beschreiten, Gandalf, sagte Gimli. Ich will mitgehen und einen Blick auf Durins Hallen werfen, was immer dort auf uns wartet, wenn du die Tore finden kannst, die verschlossen sind. Gut, Gimli, sagte Gandalf. Du ermutigst mich. Gemeinsam werden wir die verborgenen Tore suchen. Und wir werden durchkommen. In den Ruinen der Zwerge wird der Kopf eines Zwerges weniger leicht zu verirren sein als die Köpfe von Elben, Menschen oder Hobbits. Indes ist es nicht das erste Mal, dass ich nach Moria gehe. Ich habe dort lange nach Thrain, Thrors Sohn, gesucht, als er vermisst wurde. Ich ging hinein und kam lebendig wieder heraus. Auch ich bin einmal durch das Schattenbrachtor gegangen, sagte Aragorn ruhig. Aber obwohl ich wieder herauskam, habe ich eine sehr böse Erinnerung. Ich möchte Moria nicht ein zweites Mal betreten. Und ich möchte es nicht ein erstes Mal betreten, sagte Pippin. Auch ich nicht, murmelte Sam. Natürlich nicht, sagte Gandalf. Wer wollte schon? Aber die Frage ist, wer wird mir folgen, wenn ich euch dorthin führe? Ich werde dir folgen, sagte Gimli eifrig. Ich werde dir folgen, sagte Aragorn bedrückt. Du bist meiner Führung gefolgt, als ich euch im Schnee beinahe in ein Verhängnis führte, und du hast kein Wort des Vorwurfs gesagt. Nun werde ich deiner Führung folgen, wenn diese letzte Warnung dich nicht umstimmt. Ich denke jetzt nicht an den Ring und auch nicht an uns andere, sondern an dich, Gandalf. Und ich sage dir, hüte dich. Wenn du die Tore von Moria durchschreitest. Ich werde nicht gehen, sagte Boromir, es sei denn, die ganze Gemeinschaft überstimmt mich. Was sagen Legolas und das kleine Volk? Die Stimme des Ringträgers sollte doch gewiss gehört werden. Ich möchte nicht nach Moria gehen, sagte Legolas. Die Hobbits sagten nichts. Sam schaute Frodo an, schließlich sprach Frodo. Ich möchte nicht gehen, aber ebenso wenig möchte ich Gandalfs Rat ausschlagen. Ich bitte, dass nicht abgestimmt wird, ehe wir darüber geschlafen haben. Gandalf wird am helllichten Morgen eher Stimmen bekommen als in dieser kalten Düsternis. Nach diesen Worten hüllten sich alle in nachdenkliches Schweigen. »Wie weit ist es nach Moria?« fragte Boromir. »Es gab ein Tor südwestlich des Karadras. Etwa 15 Meilen, wie die Krähe fliegt, und vielleicht 20, wie der Wolf läuft«, antwortete Gandalf. »Dann lasst uns morgen früh, sobald es hell ist, aufbrechen, wenn wir können«, sagte Boromir. »Der Wolf, den man hört, ist schlimmer als der Ork, den man fürchtet.«
Wir müssen das Tor vor Sonnenaufgang erreichen, vor Sonnenuntergang erreichen, sagte Gandalf. Sonst fürchte ich, dass wir es überhaupt nicht erreichen. Es ist nicht weit, aber unser Weg mag nicht der geradeste sein. Denn hier kann uns Aragorn nicht führen. Er ist selten in diesem Land gewandert und ich bin nur einmal unter der Westmauer von Moria gewesen und das ist lange her. Dort liegt sie, sagte er und zeigte nach Südosten, wo die Berge steil zu den Schatten zu ihren Füßen abfielen. In der Ferne konnte man undeutlich eine Reihe nackter Felsen sehen und in ihrer Mitte, höher als die anderen, eine große graue Wand. Als wir vom Pass aufbrachen, führte ich euch nach Süden und nicht zurück zu unserem Ausgangspunkt, wie einige von euch vielleicht bemerkt haben. Das war gut so, denn nun haben wir mehrere Meilen weniger zu laufen und Eile tut Not. Lasst uns gehen. Ich weiß nicht, worauf ich hoffen soll, sagte Boromir düster. Dass Gandalf findet, was er sucht, oder dass wir feststellen, wenn wir zu den Felsen kommen, dass die Tore auf immer verloren sind. Eins scheint so schlimm wie das andere zu sein. Geh voran. Gimli ging jetzt mit dem Zauberer voraus, so begierig war er, nach Moria zu kommen. Zusammen führten sie die Gemeinschaft zurück zum Gebirge. In alter Zeit hatte der einzige Weg nach Moria vom Westen her entlang eines Bachs geführt, des Sirannon, der am Fuße der Felsweg in der Nähe der Tore entsprang. Aber entweder hatte Gandalf den richtigen Weg verfehlt oder das Land hatte sich in den letzten Jahren verändert. Jedenfalls stieß er nicht dort auf den Bach, wo er ihn vermutete, nämlich nur ein paar Meilen südlich ihres Ausgangspunktes. Der Morgen wurde zum Mittag und immer noch wanderte die Gemeinschaft und kletterte durch eine kahle Landschaft aus rotem Stein. Nirgends sahen sie Wasser schimmern oder hörten es rauschen, alles war öde und trocken. Ihr Mut sank. Sie sahen kein lebendiges Wesen und kein Vogel war am Himmel. Aber was die Nacht bringen würde, wenn sie in diesem trostlosen Land von ihr überrascht würden, wagte sich keiner auszumalen. Plötzlich rief Gimli, der vorausgeeilt war, ihnen etwas zu. Er stand auf einer Kuppe und zeigte nach rechts. Sie eilten hinauf und sahen unter sich ein tiefes, schmales Flussbett. Es war wasserlos, bis auf ein dünnes Rinnsal, das zwischen den braunen und rotbefleckten Steinen sickerte. Doch war an der ihnen zunächst liegenden Seite ein Pfad, unterbrochen zwar und stark ausgewaschen, der sich zwischen den verfallenen Mauern und Pflastersteinen einer alten Straße dahin zog. »Ah, hier ist es endlich«, sagte Gandalf. »Hier floss der Bach Sirannon. Den Torbach pflegten sie ihn zu nennen. Aber was mit dem Wasser geschehen ist, ahne ich nicht. Früher war es rasch und geräuschvoll. Kommt, wir müssen weiter, wir sind spät dran.« »Die Dinge haben sich wahrlich verändert«, sagte Gandalf, »aber es besteht kein Zweifel über den Ort. Das dort ist alles, was von dem Wasserfall übrig ist. Wenn ich mich richtig erinnere, waren daneben Stufen in den Felsen gemeißelt. Aber die Hauptstraße verlief links davon und stieg in mehreren Schleifen bis zu dem ebenen Gelände oben. Früher war hier ein flaches Tal hinter dem Wasserfall bis zu den Mauern von Moria, durch das der Sirannon neben der Straße floss. Lasst uns gehen und schauen, wie die Dinge jetzt aussehen.« Ohne Schwierigkeiten fanden sie die Steinstufen und Gimli sprang rasch hinauf, gefolgt von Gandalf und Frodo. Als sie oben ankamen, sahen sie, dass sie auf diesem Weg nicht weiterkommen konnten und es wurde ihnen klar, warum der Torbach ausgetrocknet war. Hinter ihnen füllte die sinkende Sonne den kühlen westlichen Himmel mit glitzerndem Gold. Vor ihnen erstreckte sich ein dunkler, stiller See. Weder Himmel noch Sonnenuntergang spiegelten sich auf seiner düsteren Oberfläche. Der Sirannon war gestaut worden und hatte das ganze Tal überflutet. Hinter dem unheimlichen Gewässer erhoben sich riesige Felsen, deren finstere Wände bleich schimmerten im Abendlicht. Endgültig und unüberschreitbar. Keine Spur von einem Tor oder Eingang, nicht einen Spalt oder Riss konnte Frodo in dem bedrohlichen Gestein erkennen. »Das sind die Mauern von Moria«, sagte Gandalf und zeigte über das Wasser. »Und dort standen einstmals das Tor, das Elbentor am Ende der Straße von Hulsten, über die wir gekommen sind. Aber dieser Weg ist versperrt. Keiner von uns, nehme ich an, wird am Ende des Tages durch dieses trübe Wasser schwimmen wollen. Es sieht recht ungesund aus.« »Wir müssen uns einen Weg am Nordufer suchen«, sagte Gimli. »Als erstes müssen wir den Hauptpfad hinaufgehen und sehen, wohin der uns führt. Selbst wenn kein See da wäre, könnten wir das Lastpony nicht die Treppe hinaufbringen.«
In die Minen können wir das arme Tier sowieso nicht mit hineinnehmen, sagte Gandalf. Armer alter Lutz, sagte Frodo. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Und der arme Sam, was wird er wohl dazu sagen? Es tut mir leid, sagte Gandalf. Der arme Lutz ist ein nützlicher Gefährte gewesen und es greift mir ans Herz, ihn jetzt seinem Schicksal zu überlassen. Wenn es nach meinem Kopf gegangen wäre, wären wir mit weniger Gepäck losgegangen und hätten kein Tier mitgenommen, vor allem nicht eins, an dem Sam hängt. Ich habe von Anfang an gefürchtet, dass wir diesen Weg würden einschlagen müssen. Der Tag neigte sich dem Ende zu und kalte Sterne glitzerten am Himmel hoch über dem Sonnenuntergang, als die Gruppe, so rasch sie konnte, die Hänge erklomm und an die Seite des Sees kam. An der breitesten Stelle schien er nicht mehr als 2 oder 3/8 Meilen breit zu sein. Wie weit nach Süden er sich erstreckte, konnten sie im abnehmenden Licht nicht sehen, aber sein nördliches Ende war nicht mehr als 1 Meile von der Stelle entfernt, an der sie standen. Sie eilten sich, denn sie hatten immer noch 1 oder 2 Meilen zu gehen bis zu der Stelle am anderen Ufer, auf die Gandalf zuhielt, und dann musste er noch das Tor finden. Als sie zur nördlichsten Ecke des Sees kamen, fanden sie einen schmalen Wasserarm, der ihren Weg versperrte. Das Wasser drin war grün und unbeweglich und das Ganze war wie ein schleimiger Arm, der auf das Gebirge zeigte. Gimli ging unbeirrt weiter und stellte fest, dass das Wasser seicht war, nicht mehr als knöcheltief am Rand. Sie gingen im Gänsemarsch hinter ihm her und tasteten sich vorsichtig weiter, denn unter den krautigen Tümpeln lagen glitschige und schmierige Steine und man konnte leicht ausrutschen. Frodo überlief ein Schauder, so ekelte er sich vor dem unreinen Wasser, das seine Füße berührte. Als Sam, der letzte der Gruppe, Lutz am anderen Ufer aufs Trockene führte, hörten sie ein leises Geräusch. Ein Rauschen und dann ein Platschen, als hätte ein Fisch die stille Wasseroberfläche aufgerührt. Sie wandten sich rasch um und sahen Wellengekräusel, schwarz gerändert, das Schatten warf in dem verblassenden Licht. Große Ringe, die sich von einem Punkt weit draußen im See ausbreiteten. Es war ein gurgelndes Geräusch zu hören und dann trat Stille ein. Die Dämmerung wurde dunkler und die letzten Strahlen der untergehenden Sonne wurden von Wolken verhüllt. Gandalf schlug jetzt ein schnelleres Tempo an und die anderen folgten ihm so rasch sie konnten. »So, da sind wir nun endlich«, sagte Gandalf. »Hier endete der Elbenweg von Hulsten. Hulst war das Wahrzeichen der Bewohner jenes Landes«, und sie pflanzten ihn hier, um das Ende ihres Bereiches zu kennzeichnen, denn das Westtor war hauptsächlich für sie angelegt worden, damit sie es bei ihrem Handel mit dem Herrn von Moria benutzen konnten. Es waren glücklichere Tage, als es noch zeitweise enge Freundschaft zwischen Völkern und verschiedenen Arten gab. Selbst zwischen Zwergen und Elben. »Es war nicht die Schuld der Zwerge, dass diese Freundschaft schwand«, sagte Gimli. »Ich habe nicht gehört, dass es die Schuld der Elben war«, sagte Legolas. »Ich habe beides gehört«, sagte Gandalf. »Und ich will jetzt kein Urteil darüber abgeben, aber ich bitte zumindest euch beide, Legolas und Gimli, Freunde zu sein und mir zu helfen. Ich brauche euch beide. Das Tor ist verschlossen und verborgen, und je schneller wir es finden, umso besser. Es wird Nacht.« Und damit endet die erste Lesestunde. Oder diese Minuten, ja. Ich werde nun mich wieder auf den Weg machen und hoffe, dass ihr alle schön gesund bleibt und auch zu Hause. Ja, bis zum nächsten Mal.